Das ist eine Frage der Abwägung. Cloud Computing bietet viele Vorteile. Beispielsweise werden die Daten von professionellem Personal verwaltet. Es gibt einen effektiven Schutz gegen Brände und auch gegen Einbruch. Und Backups werden sehr regelmäßig angefertigt. Auf der anderen Seite bedeutet Cloud Computing immer auch Kontrollverlust. Den Administrator in der eigenen Firma kennt man 20 Jahre und man weiß, dass man ihm vertrauen kann. Den Administrator in der Cloud hat man nie gesehen. Man sollte also überlegen, ob man sich bei der Auswahl seines Cloud-Anbieters helfen lässt. Das Gleiche gilt für die Migration der Prozesse. Dabei kann man auch überlegen, welche Daten man verschlüsselt in der Cloud ablegen kann. Wenn man alles richtig macht, bietet Cloud Computing die Möglichkeit, Geld zu sparen und gleichzeitig die eigene Sicherheit zu erhöhen.